Hallo zusammen, ich bin die Uli und heute mal wieder aus der Sportwelt mit mir eine kleine Yoga-Praxis. Freue mich, wenn ihr einschaltet und reinklickt. Was brauchst du für unsere Yoga-Praxis? Eine Matte, wenn du hast, eine Yogamatte. Ich sitze jetzt hier auf dem Block. Alternativ geht da auch ein Buch in der Größe Lexikon oder ein Kissen, dass du, wenn du hier auf der Matte sitzt, ein bisschen erhöht sitzt. Aber das ist Geschmackssache, kannst du selber entscheiden. Bevor wir anfangen, ein paar Informationen bzw. Punkte, auf die ich hinweisen möchte. Da das eine Aufzeichnung ist, kann ich dich leider nicht sehen und dir unter Umständen vielleicht den einen oder anderen Tipp geben. Umso wichtiger ist es, dass du achtsam mit dir bist, auf deinen Körper achtest, ihm zuhörst vor allen Dingen. Und wenn dir irgendwas komisch vorkommt, dann bitte erzwing die Position nicht, sondern bleib einfach eine Position weiter davor, mach eine Pause. So wie jeder Tag nicht gleich ist, ist auch jede Yoga-Praxis unterschiedlich. Wichtig ist, dass du dich an dem erfreust, was dein Körper jetzt und hier heute imstande ist zu leisten. Und das soll es auch schon gewesen sein an einführenden Worten. Und wir fangen an. Also setz dich auf deinen Block oder auf die Matte im Schneidersitz. Schließ die Augen. Leg deine Hände einfach gemütlich auf deine Oberschenkel ab. Oder mach eine Legst in deinem Schoß, je nachdem, wie es für dich jetzt gerade angenehm ist. Dann komm erstmal bei dir auf deiner Matte an und konzentriere dich mal auf deinen Atem. Atme durch die Nase ein und dann wieder durch die Nase aus. Spür mal hinein in deinen Körper, wie er sich jetzt so anfühlt. Mal wahr, wo es vielleicht zwickt, wo du schon jetzt ganz entspannt bist. Nimm es einfach nur wahr, ohne zu bewerten, und bleib mit der Konzentration bei deiner Atmung. Mit der Einatmung streckt die Wirbelsäule. Der Ausatmung, halte die Länge. Mach das in deinem Atemrhythmus. Und noch drei tiefe Atemzüge. Dann so langsam mit den Augen ein bisschen blinzeln, nimm deine Umgebung wieder wahr und nimm die Arme über die Seite nach oben, einatmen und aus. Ein nach oben, zieh die Hände vor dein Herzen und Anjali Mudra nach oben. Nimm gerne den Blick mit. Beim nächsten Mal ausatmen, zieh dich dann einmal nach rechts, einatmen nach oben und ausatmen nach links. Öffne hier schön die Seite, auch hier in deinem Atemtempo. Bleib dann einmal nach rechts, öffne die Flanke, wenn du magst, den Ellenbogen etwas beugen. Lass beide Sitzbeinhöcker auf deinem Block oder auf der Matte. Dreh den Brustkorb leicht nach oben, Blick geht zur Decke. Tief einatmen, zieh dich nach oben. Mit der Ausatmung nach links.
zum Einatmen nach oben. Und die Hände vor dem Herzen nach oben. Wieder ausatmen. Sehr gut. Dann löst dich von deinem Block und komm in den Vierfüßlerstand. Lass den Block aber bei dir in der Nähe. Vielleicht brauchst du ihn später nochmal. Je nachdem. Gut. Einmal Hände weit auffächern. Hände stehen unter den Schultern und die Knie unter der Hüfte. Einatmen und ausatmen. Mach den Rücken rund und wieder lang. Wenn du eine andere Bewegung machen möchtest, ist das natürlich auch möglich. Du kannst gerne auch die Hüfte mitnehmen, zu kleinen Kreisen. Noch zweimal. Halte dann im neutralen Rücken und zieh dann einmal dein rechtes Bein nach hinten raus und deinen linken Arm. Zieh dich hier einmal schön in die Länge. Bleib ganz stabil. Atme ein. Mit der Ausatmung zieh dein Ellenbogen und das Knie unter dir zusammen. Rücken wird rund. Ein, wieder lang. Und aus. Gut, stell deine Hand ab, stell den Fuß einmal ab, dann den linken Arm nochmal nach oben ziehen und halte. Gut, einmal lösen und wir wechseln die Seite. Erstmal den linken Gebein weit raus und den Gegenarm lang nach vorne. Dich zusammen. Ausatmen. Ein wieder lang. Letztes Mal. Stell einmal das in die Länge und dann stellst du den Fuß hinten ab, den Arm nochmal in die Länge ziehen. Körpermitte ist schön angespannt. Einmal lösen. Dann stellst du einmal dein rechtes Bein nach hinten raus. Dein linkes Bein dazu und einfach hier in der Plank-Position halten. Sehr gut. Halten und atmen, Körpermitte ist fest. Und bring die Knie wieder zurück und schieb dich einmal nach hinten ins Kind. Lass aber die Stirn weg vom Boden. Atmen. Halte ich dann langsam wieder nach vorn und komm wieder in den Vierfüßler. Einmal den rechten Unterschenkel nach außen aufdrehen, deine linke Hand löst und dein linker Fuß geht nach hinten und einmal nach oben öffnen. Gut. Einmal die Handfläche so drehen, dass sie zu deinem Kopf zeigt und den Arm über den Kopf hinausschieben. Spür auch hier mal die Länge in der Seite. Wer mag, gibt noch das Bein dazu. Tief ein- und ausatmen. Folgt dann einmal den Unterschenkel, greif mit der Hand und öffne hier mal richtig dich auf.
Fern den Blick zur Decke nehmen, Brustkorb zieht gleich nach oben und atmen. Sehr schön. Vorsichtig wieder auflösen. Ihr seht jetzt gleich meinen Rücken, aber das macht nichts. Auch hier erst den Unterschenkel nach außen drehen, Bein nach hinten aufstellen, Hand geht zur Decke, Oberkörper treten mit. Linke Hand ist Stützhand. Einmal die Handfläche vom rechten Arm drehen und über den Körper bzw. Kopf nach vorne schieben. Bein hebt mit an. Atmen, Arme aus. Den Unterschenkel anbeugen, greif dann mit der Hand deinen Fuß spannen und öffne dich auf. Auch hier schön das Herz Richtung Decke schieben. Blick geht zur Decke. Und vorsichtig verlösen. Komm über den Vierfüßlerstand. Nach hinten und die Stellung des Kindes verlassen. Jetzt gern auch die Stirn mit ablegen, die Arme mal nach hinten bringen und die Schultern einfach locker lassen. Zieh die Arme dann wieder weit nach vorne, stell deine Hände wieder auf und schieb dich einatmend nach vorne. In den Vierfüßler, die Zehen aufstellen und in den ersten herabschauen und mit der Ausatmung. Lass gerne die Knie gebeugt, bring mal die Länge in den Rücken, Schultern sind entspannt und wer mag, ein bisschen Bewegung in die Beine, runde deine Achsel rechts links durch. Dann einmal zum Stillstand und schieb die Fersen mehr Richtung Boden. Und noch zwei tiefe Atemzüge. Und wandere langsam mit kleinen Schritten mit deinen Händen nach vorne. Deine sind noch gebeugt. Lass dich hier einmal hängen und greif mit deinen Händen jeweils gegenüberliegenden Ellenbogen. Und schaukel ein bisschen wenn du magst, rechts, links, hoch, tief. Lass dann die Hände wieder fallen und roll dich langsam Wirbel für Wirbel nach oben auf. Sehr gut. Gut, wenn du noch nicht am Anfang der Matte bist, dann komm einfach ein Stück nach vorn. Spann den ganzen Körper an und wir starten mit dem Sonnengruß. Einatmen, zieh die Arme hoch. Ausatmen, tiefe Vorbeuge. Einatmen, gerade Rücken. Komm nach hinten mit zwei großen Schritten. Hier in die Planke. Sehr gut. Einmal die Knie tief bringen und dann schieb die Brust zwischen deine Hände und roll dich einatmend nach oben. Die Cobra. Der Ausatmung schieb zurück in den herabschauenden Mund. Bleib hier. Den nächsten einatmen, steig zwei Schritte nach vorne, gerade Rücken, ausatmen, tiefe Vorbeuge, ein nach oben und ein, aus, gerade Rücken ein, steig zurück, komm entweder über den Liegestütz tief oder über den Vierfüßlerstand, das ist jetzt so, wie du es gerne magst. Und dann einatmen, entweder in die Cobra oder in den heraufschauenden Hund. Ausatmen, herabschauenden Hund.
Komm dein Einatmen wieder nach vorn. Ausatmen tief. Dich nach oben. Und tief. Eine Runde mehr. Einatmen. Ausatmen. Ein. Steig zurück oder auch springen. Und auf deinem Weg tief. Chaturanga oder über die Knie. Cobra oder heraufschauende Hund. Und herabschauende Hund. Und bleib hier. Mit der nächsten Einatmung dein rechtes Bein nach oben. Mit der Ausatmung bring das Knie nach vorne zwischen die Hände. Und der Rücken wird rund. Schieb dich wieder einatmend hoch, dreibeinig. Ausatmen. Ein. Und aus. Ein letztes Mal ein. Und stell den Fuß dann vorne zwischen deine Hände. Sehr gut. Einmal den hinteren Fuß etwas drehen. Und schieb dich einatmend in den Krieger 1. Gut, von vorne, wenn ich mich einmal kurz drehe, ist es so, dass die Hüfte schön parallel bleibt, ja, nach vorne. Und das vordere Bein ist gebeugt. Schau da auf dein Knie, dass du das über dein Sprunggelenk hast. Hinteres Bein ist angespannt und lang. Schultern sind entspannt. Und bleib einmal hier. Mit der Ausatmung komm wieder tief. Entweder schieb in den herabschauenden Hund oder geh einmal durchs Vinyasa. Kannst du selber entscheiden. Wir treffen uns in jedem Fall immer wieder im herabschauenden Hund. Dann spür mal rein, rechts, links. Der nächsten Einatmung, linkes Bein nach oben. Ausatmen, rund nach vorne ziehen. Du weißt schon, was kommt. Ein. Und aus. Ein. Und aus. Ein letztes Mal. Setz den Fuß auch hier zwischen die Hände ab. Dreh den hinteren Fuß leicht auf und zieh dich dann mit der Einatmung Krieger 1. Ja, du kannst gern nochmal hier an deine Hüfte greifen und gucken, dass die auch wirklich nach vorne ausgerichtet ist. Und noch zwei tiefe Atemzüge. Mit der nächsten Ausatmung tief, entweder herabschauende Hund, einmal durchs Vinyasa. Sehr gut. Mit der nächsten Einatmung, rechtes Bein zieht hoch, schieb dich vor, ausatmen, Rücken rund. Einatmen, dann geht wieder hoch und ausatmen, das Bein kommt zwischen die Hände, immer der Fuß. Wie gerade eben, ein in den Krieger 1 und Achtung, wir schieben ausatmen in den Krieger 2, sehr gut. Ja, der hintere Fuß ist gedreht, deine kleine Zeh ist parallel zum kurzen Mattenende, das vordere Knie ist gebeugt. Und schau, wenn du die Tendenz hast, nach innen zu kippen, dass du darauf achtest, dass auch hier das Knie wunderbar über dem Sprunggelenk steht. Arme sind lang, kraftvoll wie ein Krieger. Und du atmest einen aus. Einatmen, probierst.
ausatmen. Wieder zwei. Du wirst ein. Und aus. Die Beine sind ganz stabil. Gut. Bleib hier im Knie 2. Setz den Unterarm einmal und schieb deinen Arm zu dir. Stell dir vor, dein ganzer Rücken ist an der Wand. Auch hier, wie vorhin, einmal die Handfläche so drehen, dass du hineinschauen kannst. Und dann einmal den Arm in Verlängerung über den Körper ziehen. Dreh auch hier den Brustkorb leicht nach oben. Denk nochmal an dein vorderes Knie. Und atme. Einmal tief einatmen. Mit der Ausatmung komm nach oben, Krieger 2. Ein, drehen den Krieger 1. Und schieb dich ausatmen. Entweder über Vinyasa oder zurück in den herabschauenden Mund. Gut, Seitenwechsel. Einatmen. Linkes Bein zieht hoch. Ausatmen, rund. Und nach oben. Fuß setzt zwischen die Hände. Schieb dich nach oben. Krieger 1. Achtung, ich drehe mich in Krieger 2. Du wirst meinen Rücken sehen. Auch hier, komm erstmal an Krieger 2 an. Schau nochmal, ob deine Füße weit genug voneinander stehen. Wie über dem Sprunggelenk ist. Die Arme parallel und schau kraftvoll nach vorn über deine Hand. Atme. Atme ein. Aus. Wieder vor. Ein. Und aus. Und auch ein letztes Mal. Schieb zurück. Bleib dann wieder vorne. Stell auch hier den Unterarm auf den Oberschenkel ab. Zieh den rechten Arm nach oben. Blick zur Decke. Hand einmal drehen, Handfläche hineinschauen. Und den Arm weit nach vorne über den Kopf. Atme. Ich hoffe, dir ist auch so gut warm wie mir. Zieh dich dann wieder nach oben. Über 2. Und über den Krieger 1. Zurück in Vinyasa oder herabschauende Hund. Wir verändern noch eine Kleinigkeit. Jetzt einatmen, deinen rechten Fuß wieder nach oben. Ausatmen, einmal rund nach vorne. Sehr gut, einmal hoch. Und Fuß absetzen. Zieh dich hoch in den Krieger 1. Und weiter in den Krieger 2. Einatmen, gehört. Und ausatmen. Entweder bleibst du auf dem Oberschenkel oder schiebst dich hier tief nach unten. Ja, entscheide selber. Du kannst gerne hier auch deinen Block nehmen. Ja, wenn du den hast, einfach hier hinstellen, wenn du besser runterkommst. Ansonsten, wenn du natürlich den nicht brauchst, mach es einfach ohne. Sehr gut. Einmal den hinteren Fuß drehen, Hand kommt tief und wir drehen einmal zur anderen Seite auf. Sehr gut, dann den Arm tief. Steig entweder zurück in den herabschauenden Mund oder geh durch deinen Vinyasa hindurch. Immer hinein, rechts, links, wie es sich so anfühlt.
Dann zieh mit der nächsten Einatmung dein linkes Bein nach oben. Einmal nach vorne rund. Wieder lang nach oben. Zieh das Bein zwischen die Hände. Komm in den Krieger 1. Und schieb dich ausatmend in den Krieger 2. Ein und los. Und jetzt auch hier entscheide, komm tief oder bleib einfach auch oben. Genauso im Atem. Den Arm hoch und weiter über dich hinweg. Bring den Arm zum Boden und dreh einmal nach zur anderen Seite. Sehr gut. Einmal den Arm tief bringen. Ein letztes Vinyasa. Und bleib hier. Bring einmal die Knie tief zum Boden. Bekreuz deine Unterschenkel und komm zum Sitzen. Sehr gut. Dann einmal die Beine nach vorne. Eine letzte Übung. Ja, Füße einmal ranziehen, zu dir ran. Hier schön aufrichten, dass der Rücken lang ist. Wenn du die Beine nicht strecken kannst, dann lass sie gern gebeugt. Atme ein nach oben. Und mit der Ausatmung zieh dich nach vorne. Greif das, was geht. Ich komme zu meinen Füßen. Ja, kann auch Oberschenkel, Unterschenkel, egal was. Wenn du natürlich ein Handtuch oder Strümpfe bei dir hast, kannst du auch die Strümpfe um dich rumziehen. Und Handschuhe auch ein Stück vorziehen. Wunderbar. Zwei tiefe Atemzüge. Und dann löse. Und leg dich einmal auf deiner Matte. Ein super kurzes Shavasana. Ja. Heißt, einfach mal durchschnaufen. Füße fallen auseinander, halt Innenflächen, Hals zur Decke, schließ die Augen. Und atme wieder ganz natürlich deine Füße. Und vertief langsam wieder die Atmung. Bring wieder leichte Bewegung in den Körper hinein. Dreh dich ganz kurz noch auf deine Lieblingsseite. Lass die Augen noch geschlossen. Und wenn du soweit bist, dann drück dich einfach zum Sitzen wieder nach oben. So wie am Anfang der Stunde in den Schneidersitz. Gerne die Augen geschlossen halten. Bring deine Hände in Anjali Mudra vor deinem Herzen. Und einmal deinen Blick bzw. Kopf neigt zu deinen Händen, zu deinem Herzen nach unten. Bedanke dich bei dir für die kurze Yoga-Praxis an. Zeit, die du dir für dich genommen hast. Und ich bedanke mich bei euch für die Teilnahme. Sage Namaste und hoffe, dass wir uns ganz bald hier in der Sportwelt in den neuen Räumlichkeiten wieder persönlich auf der Matte treffen, zusammen praktizieren können. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Ja, bis bald. Danke. Ciao. Ja. Thank you.